Schule muss bald aus sein. Ja. Ich kann nicht verstehen, wie Gypsy das macht. Es ist nicht natürlich. Das Pferd weiß genau, wenn es drei wird, als hätte es eine Uhr im Kopf. Ruhe und Ordnung! Bitte weiter, Maggie. Grüne, hohe Tannen mit ihren Zapfen. Er ist ein bisschen zu früh heute. Mach weiter, Maggie. Ja. Und der Tau schimmerte im Gebüsch, die Vögel schliefen und das leuchtende Wasser des Sees. Tut mir leid, Fräulein Hagen. Geh weg, Gypsy. Rumpelstilzchen aber eilte. Ich weiß nicht, wie Frank Weber das Pferd überhaupt halten kann. Ich habe nicht mal genug Wasser für einen Huhn. Keiner hat Wasser und er doch auch nicht. Was war los? Sie kommen morgen her. Morgen? Wann wirst du es ihr sagen, Frank? Ich weiß nicht, Ellen. Ich weiß es nicht. Wir müssen es ihr sagen. Sie kann nicht einfach nach Hause kommen und Gypsy ist nicht mehr hier. Ich soll es ihr sagen, ja? Sie weiß, dass du auch an Gypsy hängst. Na gut, ich werde mit ihr sprechen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Bestimmt nicht. Man verkauft ein Stück Familie. Ehe ich dir sage, desto besser. Sein letzter Eimer Wasser. Na, es wird ihm gut tun. Ach, Liebling. Na nu, hast wohl wieder mal deine Schulbücher vergessen, hm? Und du hast ihn ordentlich ins Schwitzen gebracht. Komm her, wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Oh ja. Du wirst mir dabei noch mal auf die Nase fallen, ne? Du hast ihn beigebracht. Ich? Herr Minter sagt, wir sollten einen Regenmacher bestellen. Ach, rausgeschmissenes Geld. Der braucht dazu Wolken. Na, wir haben doch hier seit einem Jahr keine mehr gesehen. Bist du böse auf mich? Hier. So viel? Ich wollte mit dir reden. Komm dann, ja? Komm her, Gypsy. Trink nicht so schnell. Komm her, Maggie. Das ist genug. Du bist böse mit mir, Pap. Pap, wenn du böse auf mich bist, weil ich heute vergessen habe, mein Zimmer aufzuräumen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe heute eine 1 im Buchstabieren bekommen. Das hat auch nichts mit deiner Schule zu tun. Dann geht es um Gypsy. Ja, das stimmt, aber... Ach, Papa, er ist doch noch viel zu klein und weiß nicht immer, was er tut. Er ist ein ausgewachsener Hengst. Wir haben ihn seit 4 Jahren. Ich habe schon auf dem Heimweg darüber nachgedacht, wie er keine Eltern hatte, als wir ihn bekamen. Und ich hatte Lungenentzündung und einfach gar nichts hat mir geschmeckt. Und weißt du noch die Ziege, die du angeschafft hast, Papa? Ja, Mickey, aber erinnerst du dich auch noch daran, wie ihr mir die Ziegenmilch gegeben habt? Und die war doch eigentlich für Gypsy bestimmt?
Ja, mein Kind, und durch die Ziegenmilch konnte ich erst wieder richtig essen und bin gesund geworden. Und glaub mir, wenn die Milch nicht für Gypsy bestimmt gewesen wäre, dann wärst du nicht darauf gekommen, mir welche zu geben. Und ich wäre tot und begraben. Wäre das denn nicht schrecklich? Aber du wolltest mir doch eben noch was erzählen, Paps. Ja. Ich glaube, deine Mutter möchte dich sehen. Hm, gut. Maggie, ich... Ja? Schlaf gut, Liebling. Oh, Mutti? Ja, Liebling? Ihr wolltet mir doch heute eigentlich noch was erzählen. Das hat Zeit. Gute Nacht, Kleines. Ja, gut. Gute Nacht. Mhm. Wie hat sie es aufgenommen? Sie weiß noch nichts. Was? Es sieht so aus, als wäre ich nicht der einzige Feigling hier. Vielleicht wollen die Gypsy gar nicht haben. Na ja, und wenn die nicht wollen, behalten wir unser Pferd und Maggie hat sich nicht aufgeregt. Es ist schon besser so, wirklich. Sorg dich nicht, Liebes. Es wird schon werden. Gypsy, geh weg und lass mich schlafen. Geh weg, Gypsy, geh. Gypsy, geh schon. Gypsy, gutes Pferd. Geh weg. Gypsy, geh schon und lass mich schlafen. Gypsy! Gypsy, bring die Steppdecke zurück! Gypsy, komm hierher zurück! Gypsy! Gypsy! Jetzt ist keine Zeit zum Spielen! Gib sie mir, bitte! Du solltest dich was schämen! Gypsy, wenn Papp das merkt, wird er böse sein! Gypsy! Gypsy, gib sie mir! Und warte nur, du wirst ja was erleben. Na, gib sie mir, Gypsy. Gib mir die Steppdecke. Gib sie mir, Gypsy. Gib sie mir. Gypsy. Schäm dich, du. Gypsy. Bist du jetzt endlich ruhig? Oh, halt den Mund! Maggie, hör auf, mit dem Pferd zu spielen und geh ins Bett. Ja, ich gehe. Es tut uns leid, Pa. Nach Haus, ich komme zu spät. Ich kann nicht spielen, ist zu spät. Leid, dass ich dich so lange aufhalte, aber er muss jede Minute hier sein. Er bringt Maggie jeden Morgen zur Schule und kommt dann sofort zurück. Ganz allein? Sie sprechen von Ihrem Pferd? Ja, dann um 3 Uhr geht er zurück zur Schule und holt sie ab.
Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mit Pferden zu tun, seitdem ich so... Hey! Donnerwetter. Ist er das? Komm hierher. Ich habe ihn noch nicht richtig beschlagen lassen, aber er ist gesund und völlig fehlerfrei. Na, was meinen Sie, Hank? Gefällt er Ihnen? Nicht teuer. Wir haben uns schon geeinigt, aber ich wollte nicht zusagen, bevor Sie ihn gesehen haben. Vorher im Rennen schwer zu sagen. Untugend? Tja, ja. Meine Tochter hat ihn selbst gefüttert und er nascht gern. Ist in Ordnung, Herr Gerald. Na ja, Frank, ich habe den besseren Teil erwischt. Wir denken, bei dir hat das gut. Du kommst noch ordentlich in die Schule. Er mag keine Peitsche. Will keine, wie? Nein, Herr. Willst du ihn wirklich verkaufen? Wir wollen nicht, aber wir müssen. Danke. Für die Papiere unterschreiben und mit der Post zuschicken. Jetzt gehst du mit. Komm, mein Junge. Alles fertig? Ist nicht so einfach, Maggie. Gypsy ist verkauft. Warum verkauft? Du wirst größer, Maggie. Es ist Zeit, dass du Bescheid weißt. Die Ernte ist verdorrt und es gibt kein Wasser. Wir kommen kaum aus. Sollte es regnen, brauchen wir das Geld erstmal für die Saat. Gypsy hat uns das Geld für die Saat eingebracht. Und wenn es nicht bald regnet, müssen wir davon leben. Sprich mit Paps nicht darüber, er regt sich nur auf. Er wollte ihn nicht verkaufen. Glaub es mir. Er wollte nicht. Gypsy ist fort. Es wird ihm jetzt besser gehen. Er bekommt seinen Hafer. Ganz bestimmt. Ja, stimmt. Erinnerst du
dich an Brooms Stute, die das Derby gewann. Du meinst er vielleicht, die er dir unter den Augen weggestohlen hat? Ja. Tja, sie starb bei Gypsys Geburt. Er war ein zu schwaches Hengstfohlen. Broom wusste nicht, was er damit anfangen sollte, deshalb schenkte er es Herrn Weber. Guten Morgen, Herr Gerald. Morgen, Bill. Morgen. Einen prachtvollen Burschen habe ich diesen Morgen in Stall entdeckt. Seit 6 Monaten bin ich hinterher. Weber wollte ihn nicht verkaufen. Ich bin gespannt, was Broom dazu sagt. Er fühlt sich nicht wohl hier. Was hat er denn nur? Hank! Hank! Komm schon, Herr Gerald. Er sieht nicht glücklich aus. Was ist mit ihm? Er frisst nicht, das ist es. Er hat sich nur noch nicht eingelebt. Und das kommt mit der Zeit. Vielleicht gefällt sie mir nicht. Ja. Er ist bei Weber frei rumgelaufen, wie ein Hund. Lassen wir ihn doch auch frei, bis er sich an uns gewöhnt hat. Was meinen Sie, Hank? Wie Sie wollen. Komm, Gypsy. Komm, komm schon, steh auf. Na komm, komm, Gypsy. Komm, Gypsy, steh auf. Komm, Junge. Na komm, Gypsy, steh auf. Komm, komm, Junge. Na komm, komm her. Komm, Junge, steh auf. Komm, komm, Gypsy, komm her. Na gut, wir lassen ihn allein. Der steht auf, wenn wir gehen. Du glaubst doch nicht, dass sie ihn geholt hat. Er hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass er zurückkommt. Steig ab. Steig ab, habe ich gesagt. Mach schnell. Er war einsam. Er braucht uns. Im Berg ist eine Höhle, wo wir ihn verstecken können. Und niemand würde es wissen. Red nicht so ein dummes Zeug zusammen. Er gehört uns nicht mehr. Er muss zurück zu Gerald. Je eher, je besser. Du könntest ihm wenigstens guten Tag sagen. Das kann er von dir verlangen. Ach, du bist eine Plage. Hol Striegel und einen Lappen. Man braucht dir nicht so abgehetzt zu sehen. Sei nicht so streng, bloß weil du auf dich selbst wütend bist. Da kommt schon dieser Naseweiß. Mach keinen Krach mit ihm. Wir haben schon Aufregung genug. Dreh den Wagen um. Ich dachte mir, dass er hier ist. Ist ein alter Trick, diese Komm-zurück-Gäule. Sie haben ihn wohl schon mal verkauft, wie? Er kam eben hier an. Wir wollten Herrn Gerald anrufen. Nehmen Sie das Pferd und verschwinden Sie vom Hof. Komm rauf! Los! Na komm, komm! Na komm schon! Kommst du jetzt?
Gib mir die Peitsche. Los. Geh rein. Geh. Ich soll die Peitsche für dich nehmen. Ruhig, Junge, ruhig, mein Sohn. Keiner wird dir wehtun, Baby, Armer. Tut dir was weh, Gypsy? Ja, alles in Ordnung, Liebling. Niemand wird dir was tun, mein Junge. Nun komm, wir müssen es noch mal versuchen. Komm, mein Junge, komm her, komm. Und jetzt verschwinde. Gegeben, Papi. Mach jetzt deine Schularbeit. Ja, Paps. Du warst ein bisschen jähzornig. Aber das hat er verdient. Was halten Sie davon? Sehen Sie, tolle Zeit. Kann noch viel passieren vor dem Start. Verletzen kann er sich... Hank, Sie sind ein Miesmacher. Ich habe schon gute Pferde gesehen, die blieben am Start wie angenagelt. Ja, aber nicht er. Warten Sie nur, bis er neu beschlagen ist. Warten Sie nur. Bist du fertig? Ja, bring ihn her. Bring ihn her, Karl. Hey, komm! Komm hierher! Steh! Ah! Gypsy! Ja? Wieder! So schlimm wird's wohl nicht werden. Ruhig, hoch! Ruhig! Ruhig, Junge! Ach, komm ruhig. Zurück, du dämliche Maultier! Oh! Oh! Ach, Junge, komm hierher! Na, komm schon! Komm! Ruhig jetzt! Oh, langsam jetzt! Ruhig, du! Ja. Hey, Gypsy! Frank. Hören Sie, ich möchte keinen Ärger mit Ihnen. Wo ist mein Pferd? Was meinen Sie überhaupt? Mein Pferd ist wieder weg. Deshalb kommt sie nicht nach Hause. Ich glaube, ich weiß, wo die zwei sind. Bis morgen früh haben wir ihn zurückgeschafft. Und wenn Sie noch mal in mein Haus kommen, nehmen Sie den Hut ab. Ich werde nicht noch mal kommen. Morgen geht's zum Derby und dann brauchen wir ihn. Bringen Sie ihn schnell zurück. War es fest? Ja. Wenn wir uns lange genug verstecken, wird's regnen und Paps kauft dich zurück. Hoffentlich regnet's bald. Ich bin durstig. Und du auch, Gypsy, nicht wahr? Morgen früh gehen wir spazieren und suchen Wasser. Glaubst doch nicht etwa, dass die Papi einsperren, weil ich dich gestohlen habe. Und was wird aus Mami werden? Was ist los? Komm her, Liebling. Vergiss die Bücher nicht. Komm mit, Gypsy. Paps, ich bin durstig.
hast also Durst. Und Gypsy ist auch durstig. Und es sieht so aus, als ob wir für eine Weile durstig bleiben. Und deshalb, und nur deshalb, mussten wir Gypsy verkaufen. Und bei Herrn Gerald wird es ihm gut gehen. Es hat keinen Sinn, jemanden zu lieben und ihm gleichzeitig weh zu tun. Hm. Verstehst du nun, warum Gypsy weg muss? Und ich soll Gypsy nie wiedersehen? Aber natürlich wirst du das. Weißt du, wenn man jemanden sehr lieb hat, dann kann man ihn sich in Gedanken immer vorstellen. Sein Aussehen, der Gang und all die kleinen Dinge, die er tut. Er wird nicht älter oder krank oder stirbt nie. Hast du nicht manches, woran du dich immer gerne erinnerst? Hm. Na, siehst du, genauso wird es mit Gypsy sein. Aber wir müssen Gypsy weggeben. Hm. Maggie, du sagst nur, hm. Meinst du ja oder nein? Ich hab dich so lieb, Papi. Ja, Kleines. Der Bert Gerald hat einen besseren Boden gekauft. Der ist viel saftiger. Auch ohne Regen gibt's hier immer Wasser. Ich kann mich kaum an eine grüne Wiese bei uns erinnern. Komm her, mein Sohn, komm. Langsam. Frank! Tag, Bert. Was machst du mit meinem Pferd? Ruhig, mein Junge. Er war schon wieder bei mir. Wieder? Ja. Du sagst, er war schon mal bei dir? Ja, ich bringe ihn nur zurück, sonst nichts. Hank! Sofort, Herr Gerald. Davon wusste ich ja gar nichts. Ach, nur keine Aufregung, Bert. Komm, mein Junge. War Gypsy schon mal weggelaufen? Ja, es war so... War er oder war er nicht? Ja, er sprang am ersten Tag über die Einzäunung und lief zu den Webers. Und gestern waren wir beim Beschlagen, dass er wieder ausgerissen. Hm. Hallo, Frank. Ja. Danke fürs Zurückbringen. Ist schon gut. Es ist zu schade, dass er immer ausreist. Er kommt zum Rennen nach Greenway Park. Geben Sie her. Und wenn er versucht, wieder wegzulaufen... Oh, weißt du, der kommt immer wieder heim, um Maggie zu sehen. Er hat eben Heimweh. Maggie müsste ihn in den Stall bringen und sagen, hier bleibst du. Oh, Verzeihung. Ich merke gerade, ich stehe auf ihren Fuß. Wo kommt er hin? Hier rein. Liebling, hör zu. Sag ihm, was er tun soll. Und pass auf, dass er es auch versteht. Das mache ich. Komm, mein Gypsy. Hast du gehört, Gypsy? Bleib doch bitte hier stehen. Herr Gerald ist ein guter Mann und hat dich gern. Verstehst du das? Du wirst viel zu essen und zu trinken haben und du brauchst dir niemals Sorgen zu machen. Und du darfst nie wieder nach Hause kommen. Wiedersehen. Bitte, weine nicht. Wer weint? Und bang dich nicht um Gypsy. Ich sorge für ihn. Wirklich? Bestimmt. Was habe ich alles zu tun? Na, er ist sehr gierig und kaut nicht richtig.
Und manchmal kriegt er davon Kolik. Und wenn du ein paar große Steine in seine Krippe tust, dann wird er langsamer fressen. Das werde ich tun, ganz bestimmt. Ist noch irgendwas? Ja, manchmal, wenn du ihn auch noch so viel putzt, wird sein Fell stumpf. Wenn du etwas Leinsamen in sein Futter tust, wird das Fell schön glänzend. Das tue ich auch. Verlass dich auf mich. Maggie! Nun komm, Kleines. Ich komm! Ich muss gehen. Ich heiße Bill. Ich freue mich vielmals. Und vielen, vielen Dank. Oh, ich heiße Maggie. Mach's gut, Chips. Du armer Kerl, du vermisst sie sehr. Aber ich werde mich kümmern. Ich halte, was ich verspreche. Moment, zurück, Gypsy. Trockenheit ist wirklich schlimm. Ja, das ist sie, Maggie. Ich habe oft daran gedacht, den Platz zu verkaufen. Aber ein Mann, der schon so lange hier lebt wie ich, kann sich schlecht davon losreißen. Das Land kann freundlich und dankbar sein. Oder aber auch unberechenbar und launisch, wie so manches Pferd. Das ist alles, was ich weiß, Maggie. Aber wenn Gott will und uns Regen schickt, vielleicht werden wir es durchstehen. Und dann eines Tages, wenn du Pferde immer noch so magst wie heute, haben wir ein neues. Aber keins wie Gypsy. Natürlich nicht. Aber auch ein ganz besonderes und du wirst es auch lieb haben. Bist du da, Frank? Ich komme gleich, Ellen. Die Hauptsache ist, Mutti macht sich nicht so viel Sorgen. Sie hat schon Kummer genug, weil wir keine gute Ernte hatten. Mach dir nicht so viel Gedanken um mich. Ich bin schon ganz schön erwachsen. Herr Gerald, morgen, Bill. Morgen. Tag, Karl. Sie sind aber schnell gefahren. Ich dachte, Sie kommen abends. Wie war er auf der Reise? Großartig. Nach ein paar Runden werden wir sehen, ob er Geld bringt. Sein Fell ist ein bisschen stumpf, findest du nicht? Er muss mal etwas Leinsamen in sein Futter kriegen. Na nu, woher weißt du sowas? Von irgendwo. Das ist ein alter Cowboy-Trick. Was halten Sie davon? Das hat doch keinen Zweck. Wird gemacht. Am besten, wir gehen in unser Hotel. Bis nachher. Komm mit. Wozu Leinsamen? Dir werde ich noch Manieren beibringen, du alter Ziegenbock. Zurück! Zurück!
Ruhig. Steh! Bleib stehen, Gypsy! Du kriegst von mir doch noch einen Knüppel zwischen die Ohren. Geh zurück! Tatsächlich! Das dachte ich mir. Ich wollte es dir schon eher mal sagen. Er lässt Gypsy im Dunkeln stehen, wenn wir nicht da sind. Ich glaube, das macht ihn so nervös. Weißt du das genau? Ja! Hank! Hank! Ja? Sie sperren ihn ins Dunkle. Was soll das? Er war schon zweimal weggelaufen. Ein Pferd braucht das Licht ebenso wie Sie. Wissen Sie besser, wie ein Pferd trainiert wird? Genau das. Ich erwarte viel von Gypsy. Geduld und Liebe sind dazu nötig. Wenn Sie die nicht aufbringen können, dann schmeiße ich sie raus. Ich dachte nur an seine Sicherheit. Na gut. Machen Sie einen Maschendraht an, dann kann er durchsehen und ist auch sicher. Jawohl, Herr Gerald. Wenn du mich um einen guten Posten bringst, dann bringe ich dich um. Carol, hol Draht her! Ich hol ihn. Nichts zu tun. Solche Ausreißer kenne ich zur Genüge. Die bringen uns die Herde nur durcheinander und weiter nix. Wir fangen's lieber ein, spart uns Ärger. Verpasse ihn nicht, sonst läuft er uns weg. Würde mir das erste Mal passieren. Komm, Bursche, komm, Bursche, steh, Bursche. Schön langsam, schon. Nirgends ein Brandzeichen. Ja, Drasse. Guck dir mal die schlanken Fesseln an. Muss schon unter Menschen gewesen sein. Der ist ganz zutraulich. Er hat bestimmt Verstand. Den möchte ich schon haben. Nimm seine Ohren, Johnny. Halt
Seil fest. Ruhig. Das hätte ich dem Mistvieh nicht mal zugetraut. Quatschen und nicht viel verzehren. Meine Schwester hat einen Freund mit dem Motorrad. Sonntags hockt sie auf dem Sozius und denkt, sie wäre Königin. Ehe ich auf so ein Ding steige, esse ich lieber deinen Apfelkuchen. So, mein Kuchen ist wohl nicht gut, was? Das einzig Gute ist, dass er nicht lange im Magen bleibt. Was gibt's hier Schönes, Puppe? 4 Bier. Ist das alles? Für mich, stell sie hier hin. Was möchten Sie? 3-mal darfst du raten, Liebling. Ganz schöner Frechdachs. Was würdest du tun, wenn ich wirklich frech wäre? Lass das, sonst gibt's was auf die Finger. Bändel hier nicht an, wir haben keine Zeit. Was hast du mir anzubieten, Blondie? Apfelkuchen, der Beste im Westen. Bitte, Apfelkuchen. Mensch, was läuft da? Ein Pferd. Ach, ich wollte schon immer auf einem Pferd sitzen. Bist du verrückt? Solche Sachen sind gefährlich. Ich wette, es ist dasselbe, von dem in der Zeitung steht, auf dem Rennplatz durchgebrannt. $1,000 Belohnung gibt's dafür. Was sagst du? Es ist schwarz und beide Beine sind hinten weiß. Gib her, das ist es. $1,000. Was? $1,000? Worauf warten wir noch? Wo wollen die hin? $1,000. Gib mir deinen Apfelkuchen. Ich könnte mir selbst eine knallen. Thank you.
Gypsy, bist du das? Hast du was, Maggie? Ich dachte, Gypsy kommt zurück. Sie träumt von ihm. Schon gut, Maggie. Das ist der Wind, Liebling. Komm her, Kleine. Nicht aufstehen jetzt? Bitte. Komm, steh auf, steh auf. Bitte. Komm, steh auf. Sei lieb, steh auf. Komm, steh auf. Ja, komm, steh auf, bitte. Bitte, komm, steh auf. Bitte, komm, steh auf, bitte. Oh, caramba. Warte hier, ich hole Hilfe. Wo ist denn das Pferd, von dem du erzählt hast, Pedrito? Da! Wo? Ich sehe überhaupt nichts. Es war aber da. Wo ist es denn? Wo ist denn das Pferdchen, Pedrito? Ich weiß auch nicht, was ist passiert. War's hier oder war's nicht? Schau hier, Papa. Hier, die Hochspuren. Los, gehen wir nach. Den Spuren nach. Schnell, schnell. Herr Papa, da steht er ja. Was für ein wunderschönes Tier und der ist ein Geld wert. Denke nur an ihn. Er gehört jetzt mir. Du bist ein Glückskind. Erzähl mir, du sei nicht glücklich hier?
Fährt her und stelle sie hin. Buenos dias, Senos. Buenos dias, Don Juan. Buenos dias. Kommt, ich zeige ihn euch. Wie viel? $80. $80? Für diesen alten ja, Esel? Ja, ja. Was denken Sie was? Das ist ein Derbysieger? Sie sind verrückt. Nein, das ist doch nicht zu teuer. Caramba, laufen Sie doch nicht weg. Wir haben ja schließlich das Futter für ihn gekauft und das Wasser, was er gesoffen hat. Und Moment noch mal, was wollen Sie denn? Wir haben ja noch gar nicht verhandelt. 35. 35? Sie kommen den weiten Weg, um mir $35 anzubieten? Sie sind ja wahnsinnig, Rodolfo. Nein, Senor, ich bin nicht wahnsinnig. Aber mir ist er mehr wert, der ist mehr wert. Der Fantasie steht, ich kann ihn doch nicht verschenken. Nein, da bin ich nichts. Da behalten Sie die Flasche Wein. Sie können mich doch nicht so übers Ohr hauen. Ich habe ja schließlich ja die ganze Familie zu ernähren. $75, das ist das Mindeste. Sehen Sie noch mal an, bitte, erst trinken. Aber $70 ist ja meine letzte Wagon. Dio, mio, Wagon. Pferd, Sie wollen dich verschachern. Enséñales aquí a correr, Pepito, tendré dinero pa' querer. Pepito, no dejes nada más que hacer. ¡Ay, adelante, caballito! ¡Ay, adelante, caballito! ¡Ay! Vamos aquí, alrededor, porque tenemos que ganar con el dinero. Que ganaré esta noche, me voy a emborrachar. Otra vez, Pepito, enséñalos aquí a correr. Pepito, tendré dinero para querer. Pepito, no dejes nada más que hacer. ¡Ay, adelante, caballito! ¡Ay, adelante, caballito! ¡Los Rodolfo! ¡Das Pferd gehört dir! ¡Das müssen wir feiern! ¡Wir gehören! Ist das nicht so? Und der hat ein Peitsche. Alles Gute, Pferd. Und lauf dahin, wo du glücklich bist. Geklappt? Ja, der Minter half mir mit einem Fass Wasser. Es muss die ganze Woche reichen. Ellen. Es kommt der Moment, wo ein Mann zugibt, dass er nicht weiter weiß. Man muss sich abfinden. Es war kein Regen und es kommt auch keiner.
Und wir haben keinen Pfennig Geld außer dem, was Gypsy einbrachte. Was willst du machen, Frank? Du weißt, dass wir diesen Hof nicht verschenken, geschweige denn verkaufen können. Irgendwo anders anfangen. Zum Norden rauf und da Arbeit finden. Irgendeine Arbeit. So könnten wir den Hof behalten. Und wenn wirklich mal Regen kommt, kommen wir zurück. Maggie hat das Gefühl, sie sagt, Gypsy war unser Schutzengel. Es ging uns viel besser, wenn er hier wäre. Ach, Gefühlsduselei. Die Tatsache ist, wir haben seit 2 Jahren keinen Regen mehr gehabt. So sieht's aus. Gefühle sind auch Tatsachen. Was machst du denn hier? Oh, oh, oh. Wo zum Teufel kommst du her, Junge? Er wartet auf Maggie. Jetzt hat sie wieder neuen Kummer. Ich hole ihm etwas Futter. Schau dir das an. Komm, Junge, komm, komm. Du siehst sie nachher noch. Holst du mir bitte einen Eimer Wasser, Ellen? Komm, komm, Junge. Komm her, hier herein. Ich bring dir Hafer. Lass ihn nicht gleich so viel Wasser trinken. Schon gut. Hier, du bekommst keinen Hafer, ehe du nicht Heu gefressen hast. Na los. Er ist halb verhungert. Wo warst du nur, Gypsy? Wenn jetzt Schmutz in die Wunden kommt, wird er uns krank. Ich werde sie mit warmem Wasser auswaschen und Salbe drauf tun. Und ich reibe ihn ein bisschen ab. Das ist Gerald. Gypsy kommt hier nicht mehr weg. Und wenn ich ihn selbst verstecken sollte. Scheint keiner da zu sein. Sein Auto steht da. Er ist hier. Da kommen Sie ja. Hallo. Guten Tag, Frau Weber. Tag, Frank. Tag, Bert. Gestatten Sie, Frau Weber, das ist mein Sohn Bill. Guten Tag, Tag Bill. Ich komme hierher wegen Gypsy. Ich dachte, es gibt eine kleine Chance, dass er wieder hier ist. Ja, wir haben gar keine Ahnung, Bert. Tja, er ist schon 1,5 Monate weg, nicht? Und wenn wir ihn noch mal finden, wird das wahrscheinlich nicht wert sein. Aber als Findelohn gebe ich trotzdem $1,000. Ja, das ist eine Menge Geld. Das sind $1,000. Ich glaube, das Geld könnte jeder gut brauchen. Wir können es nicht ändern. Was war das? Was? Ich habe ein Pferd gehört. Ich auch. Hast du ein neues Pferd, Frank? Ja, ich habe eins angeschafft. Es ist nichts Besonderes, nur weil unsere kleine Tochter so allein war. Aber er sieht fast so aus wie Gypsy. Ja, beinahe. Er sieht ihm wirklich sehr ähnlich. Er hat dieselben Zeichen. Weißt du, wie Kinder nun mal sind? Ich dachte, dass er sich an dieses Pferd gewöhnt und dabei Gypsy vergisst. Ah, du hast recht, Frank. Er sieht ihm sehr ähnlich. Das meine ich aber auch. Das will ich dir sagen. Wie weit ist es bis zum Rennplatz? Über 500 Meilen. Ist ein weiter Weg, nicht? Ja, das ist es. Bill, hast du dieses Pferd schon irgendwo mal gesehen? Nein, Bob. Noch nie. Ich auch nicht. Was reden Sie da, Herr Gerald? Das ist Gypsy, das sieht doch jedes Kind. Ja, das dachte ich auch erst. Es ist dasselbe Pferd. Ist es nicht. Aber sehen Sie sich doch mal richtig an. So viel Zeit habe ich leider nicht. Hören Sie, Pferde sind mein Geschäft. Es ist Gypsy, ich weiß doch, was ich rede. Wie lange arbeiten Sie für mich, Hank? 7 Monate, warum? Das sind 7 Monate zu viel. Was? Ich will keinen Mann in meiner Nähe haben, der irgendein Tier hasst. Wenn wir zurückkommen, dann können Sie packen, wir sind quitt.
Weißt du, Frank, mit Pferden ist es wie mit Menschen. Entweder sie haben Qualitäten oder sie haben keine. Äußerlich mögen sie sich ähneln, aber der Fachmann erkennt den richtigen Wert sofort. Bert, ich kann das nicht mehr mitmachen. Ich muss dir jetzt sagen... Nein, darüber kein Wort. Wir sprechen erst davon, wenn die neue Ernte drin ist. Bitte grüßen Sie Maggie sehr herzlich von mir. Und sagen Sie ihr, ich bewundere Ihr Pferd. Das tue ich. Und danke, Bill. Er hat ihn sofort erkannt, nicht wahr? Sicher wusste er es. Nicht nur Pferde können Freunde sein. Hey! Jagd weg von mir! Hallo, Sie vergessen Ihre Jacke. Guter Gypsy, lieber Junge, wird schon werden. Es ist Zeit, dass er Maggie abholt. Nein, Frank. Erst wenn er sich erholt hat. Er ist bis hierher gekommen, um sie zu sehen. Und ich will nicht der sein, der ihn aufhält. Lauf los, Junge! Hallo, Minta. Hä? Guck mal. Was soll das denn, hä? Und ich dachte schon, sie ging nach. Maggie, schau bitte in die Bücher. Zu haben.